Hallo, mein Name ist Dani Jakoba und ich bin Physiotherapeutin. In der Vergangenheit haben wir hier bereits sehr viel über Atemtherapie bei Angst gesprochen. Solltet ihr hierzu noch Fragen haben oder einfach nur die Grundlagen noch einmal wiederholen wollen, könnt ihr sehr gerne unser Video Akute Hilfe bei Angst ansehen, bevor wir hier dann mit den Steigerungsübungen weitermachen. Durch den Fokus auf die Atmung und das Erlernen von Atemtechniken können Angstzustände und Panikattacken behandelt werden und im besten Fall sogar noch rechtzeitig abgewendet. Unser Ziel für heute ist es, eine Atemtechnik zu erlernen, die uns helfen kann, unsere Angst und unsere Panik zu bewältigen. Dazu rutschen wir auf unserem Stuhl etwas nach vorne. Beide Beine sind fest am Boden. Wir richten den Oberkörper und das Becken auf und ziehen die Schultern etwas zurück. Stellt euch vor, dass euch etwas Unsichtbares nach oben Richtung Decke zieht. Zuerst möchten wir mal ein bisschen unsere Atmung erspüren. Dazu legen wir die Hand auf den Brustkorb und auf den Bauch. Versucht jetzt gleich die Augen zu schließen und euch gut in euren Körper hineinzuspüren. Einatmen, der Brustkorb hebt sich an, der Bauch wölbt sich nach außen. Ausatmen, Brustkorb senkt sich wieder, Bauch wölbt sich nach innen. Versucht ganz ruhig und entspannt zu atmen. Sehr gut. Wenn man sehr viel Angst verspürt, hat man oft das Gefühl, dass einen innerlich etwas zusammenzieht oder beklemmt. Und dagegen möchten wir nun arbeiten. Bei der Übung geben wir nun beide Arme gestreckt nach oben. Bei der Einatmung. Ihr versucht euch richtig lange zu ziehen und ganz starke Arme zu machen. Beim Ausatmen geht ihr dann wieder langsam und gleichmäßig vor eurem Körper nach unten. Genau, die Ausatmung ist wieder etwas länger als die Einatmung. Einatmen, Arme gestreckt nach oben, versucht euch lange zu ziehen und richtig groß zu machen. Beim Ausatmen langsam und gleichmäßig wieder nach unten geben. Einatmen nach oben, ausatmen langsam und gleichmäßig nach unten. Sehr gut. Wir werden diese Übung nun gleich 10-mal am Stück durchführen. Versucht jetzt wieder eure Augen zu schließen, damit ihr euren Körper wieder besser spüren könnt. Und mit jedem Atemzug versucht ihr nun auch mehr und mehr zu entspannen. Okay, Augen zu, Arme nach oben einatmen, Arme nach unten wieder ausatmen. Arme nach oben lang ziehen, Arme nach unten wieder langsam.
Letzte Wiederholung. Okay, super gemacht. Ihr könnt nun langsam eure Augen wieder öffnen und wieder entspannen. Ich hoffe, ihr fühlt euch schon etwas entspannter und befreiter. Ansonsten könnt ihr gern noch mehrere Serien zu je 10 Wiederholungen durchführen. Viel Spaß beim Üben!